Ich habe mit Guide geredet und der versucht mir was zu verkaufen. Wirklich. Also ich könnte dir hier was... Ja, ich kann doch mit... Ich rede mit Guide, klicke auf Crafting und es ist immer noch dieses Verkaufsbildschirmding offen. Aber gleichzeitig zeigt er mir auch, was ich craften kann mit dem ganzen Zeug, das ich habe. Hä? Ich kann ja, ich dir nur... was Cooles bauen. Zum Beispiel? Na, ich kann ihm immer noch Zeug verkaufen. Hä? Das ist total verwirrend, das müsstest du dir mal anschauen. Warte, bis der Merchant da ist. Weil dann redest du mit dem Guide-Typen. Weil der Merchant hat dieses Verkaufsfenster. Ja, ich kann dir schon folgen, ich kann mir vorstellen, was... Ach so, nein, warte, ich bezweifle, dass das ist. Verdammt. Ah, nee, ist ja klar, was wir uns jetzt bauen. Ich hatte jetzt fast Mist gemacht, quasi. Ja, was baust du dir? Warte kurz. Welche Farbe? Grün. Warum haben wir nur einen Rubin? Das ist doch zum Kotzen. Ich will ein rotes Laserschwert. Jetzt laserst du hier wieder alle. Ah, warte, jetzt kann ich dir das sogar zeigen. Nein, kann ich nicht, weil du gerade nicht da bist. Doch, verdammt, du hast nur dein Ding gewechselt. Nein! Schau dir die Fische an. Das sind diese gelben Dinger. Die sich drehen, ja, dann drehen die sich noch schneller. Das geht schlecht. Mach mir Anlauf. Das Problem ist jetzt, jetzt habe ich quasi für nichts mehr irgendwie. Wir haben Laserschwerter. Ah, aber du hättest vielleicht noch die anderen machen können, die hacken. Oder? Bei dem gibt, da gibt's sowieso nur eine Meteor Ham Axe. Das ist eine Axt und ein Hammer gleichzeitig und kostet ja, halt 5. Ja, das habe ich aus dem Namen erfahren. Ja. Kostet halt 35 gleich und ich hatte gerade mal 56. Jetzt habe ich noch 15. Ja. Und so ist die Pickaxe gar nicht. Nee, gibt's da nicht. Und ich könnte auch die Lampe machen. Ich hätte dir halt ich hätte dir halt eine Rüstung machen können. Mit ungefähr so viel Defense wie Silber. Aber zusätzlich je Rüstungsteil 5% Increase Magic Damage. Oh, das wäre cool für diese Stabgefahr. Ja, aber, ne? Wie gesagt. Das hättest du mir gleich sagen können. Dann hätte ich so viel Schaden mit diesem Ding gemacht. Plus 5%, plus 5%. Dann hast du 3 Rüstungsteile. Ja, aber weißt du, wie viel Zeug wir dafür brauchen? Hm? Ja, stimmt. Das ist halt das Problem daran. Aber wie kann man dann jetzt dieses Zeug bei dem Corruption-Gebiet meinen? Das wäre ganz gut zu wissen. Mit diesem Demonite-Ohr, oder? Ja. Davon bräuchten wir jetzt halt noch mehr. Wir brauchen halt diese Shadow Scales. Ja, Und dafür brauchen wir Mushrooms. Also was brauchen wir alles, um den Typen zu rufen? Na, ich habe jetzt dieses Rotten Chunk, das kann ich da reinlegen. Dann gibt's da unten Warm Food. Ja, wie viel Rotten Chunk? Eater of World. Was brauchst du da? Ja, yeah, was brauchen wir dafür? 15 Rotten Chunk und 13 Vile Powder. 30 Vile Powder. Ja, Vile Powder ist ja jetzt nicht das Problem, oder?
Ja, nur finden wir gerade kein einziges bisschen. Nein? Na, egal. Ja, dann müssen wir jetzt einfach hier rüber in die Corruption und... Verdammt nochmal! Da unten wachsen doch keine Pilze. Niu, niu, niu. Spüre die Macht der Magie. Spacko. Warum habe ich dir eigentlich ein Laserschwert gebaut? Ich hätte dir viel lieber ein Rüstungsteil bauen sollen. Weiß ich nicht, warum du mir jetzt gebaut hast. Weil du eins haben wolltest. Ja, stimmt. Ich bin grün mit dem Schwert. Du sollst ja eins aus Rubin machen. Ja. Hätte ich auch gewollt, aber wir haben sage und schreibe einen Rubin. Ah, okay. Das ist was anderes. Du solltest mehr Rubine finden. Ich weiß übrigens nicht mehr, wo unser Eingang war. Wo bist du eigentlich jetzt hin? Weiter vorne. Ich suche den anderen Eingang. Gut gemacht. Keine Ahnung, was du getan hast. Ach, du bist runtergefallen. Scheiße. Aber du hast einen kleinen Krater hinterlassen. Das sollte dich glücklich machen. Ja, das macht mich saumäßig glücklich. Rotten Trunk. Ja, weißt du, wofür ich die brauche, diese Laserschwerter? Die erzeugen hier Licht. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich leuchte grundsätzlich. Und vor allem gehen damit die Eater viel schneller tot. Allerdings muss man sagen, die erzeugen viel zu wenig Licht. Das bringt fast nichts. Bist du immer noch an der Oberfläche? Nein, ich bin schon in dem Gang unten, wo wir vorhin waren. Also du bist schon unten, oder was? Ja. Ach, verdammt. Dead End, ich muss... Also ich bin jetzt wieder so ziemlich fast auf dem Gang. Ich habe ein Fall-Damage genommen. Das musst du auch erstmal hinkriegen. Sie ist ein Wurm, der mich töten möchte. Die Würmer gehen jetzt viel schneller tot. Ich glaube, die Fishbowl verstärkt die Gegner. So dass sie viel weniger Schaden machen. Das wäre natürlich was, nicht wahr? Vielleicht ist es auch einfach die Macht jetzt mit dir. Nein. Bist du da runter, wo die ganzen Glowsticks liegen? Ja. Ich habe nämlich nur Glowsticks. Und dann nach rechts. Du solltest sofort wissen, wo ich bin. Ich weiß, wo du bist. Ja, ich weiß auch, wo ich bin. Aber die ganzen Glowsticks runterfliegen. Ich sehe dich sogar. Oh, da sind die alle gelandet. Keine Ahnung, da sind so circa 40 Stück drin. Keine Ahnung, was wollen wir hier überhaupt? Das verstehe ich nicht. Rotten Chunks und Mushrooms. Ja, die Mushrooms wachsen doch nicht hier unten. Das stimmt. Das heißt, wir müssen wieder raus. Das heißt, du hast gedacht, hier wachsen Rotten Mushrooms?
Ja, diese Wahl Mushrooms? Ich dachte. Ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass ich mal irgendwo eine Höhle gehabt habe, wo sie drin gewachsen sind. Halt. Verflucht! Schau, ich hab schon wieder ein Fall Damage genommen. Ich höre meinen Wurmfreund. Zwei. Meine Wurmfreunde. Sie springen alle zu dir. Wow, verdammt! Ich bin hier runtergefallen. Ich dachte, ich muss jetzt wirklich sterben. Weil zu wenig Licht. Ich weiß, dass du zu mir springst. Nein, oder auch nicht. Umso besser. So. Ach, wir sind wieder vorhin runtergegangen. Ihr verarscht mich doch, noch eine! Gut, 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 gut. Wie viele Rotten Mushrooms brauchen wir jetzt? 2, 3, 4? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie viel Puder du jetzt schon hast. Ich hab dir meinen ganzen 20! Puder. Ich hab hier oben einen. Dann brauchst du 2. Und ich hab einen. Da ist einer. Ja, den habe ich geerntet vorhin. Die haben auch eine ziemlich große Range, ne, die Laserschotter. Ja, verdammt. Es gibt ein Schwert aus Zeug, das man aus der Hölle holen kann. Das hat so eine große Range. Das ist fünfmal so groß wie du. Das ist wirklich groß. Aha! Ich lebe noch. Hast du da gerade dran gezweifelt, oder was? Naja, ich... Es war alles dunkel um mich. Die Laser Swords schlagen zurück. Geh her! Feigling. Ich sehe Zombies, das ist schlecht. Aber hier wachsen die nicht mehr. Ja, das heißt, das müssen wir... in das andere Gebiet wohl. Oder Hübel. Verdammte. Nein, 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 nein. Waren wir da eigentlich schon unten? Check das mal. Und waren wir da schon mal unten oder nicht? Keine Ahnung, das kann ich dir sagen, wenn ich unten bin. Das bist du doch gar nicht unten. Dich für kompetenter gehalten. Unten ist Wasser. Ich glaube, ich war da schon mal drin. Ja, da warst du tatsächlich schon mal. Keine Mushrooms. Soll ich schon wieder zurück zum Haus gehen? Und dann zu dem anderen Corruption-Gebiet? Du kannst auch die 2 Minuten auf mich warten. Aber irgendwie ist das wirklich verbuggt, oder? Hier wächst nichts nach. Ja, schon. Seltsam. Und die Leute kommen nicht und irgendwas ist hier kaputt. Fangen wir nochmal neu an? Natürlich! Nicht? Ja, mir persönlich wäre es vollkommen egal. Ich würde auch neu anfangen, wenn ich wüsste. So. Ich verstecke mich jetzt wieder. Oh, ich glaube nächstens kommt mal wieder ein Blood Moon. Warum? Nein?
Ja, der Mund ist leicht rötlich. Es ist gerade sehen, die Eater of Souls greifen unser Haus an. Sind like. Ja, yeah, ich hab ihn enthauptet. Also, ja, besser als wenn er dich enthauptet. Findest du? Ja. Hast du jetzt die Tür vor meiner Nase zugemacht? Verdammt. Jetzt hab ich selber die Tür vor meiner Nase zugemacht. Du hast deine eigene Tür vor deiner Nase zugemacht. Ja. Sieh mal einer an, Terraria läuft seit 2-3 Stunden flüssig ohne Probleme. Aber kaum hast du das Aufnahmeprogramm gestartet, kackt's nach einer oder nach einer halben Stunde ab. Warum hat man eigentlich solche Waffen nicht gleich von Anfang an? Das wäre doch viel zu leicht. Ich finde nicht. Welchen Tag haben wir heute eigentlich? Also das Datum? Heute ist der 9. Mir hätte doch gestern dieses Minecraft-Ding rauskommen sollen, oder? Ja, ist jetzt mittlerweile auf den 12. verschoben. Achso, okay. Sonntag also. Nö, Quatsch. Montag. Die haben auch doch Sonntag gesagt. Jetzt bin ich verwirrt. Sonntag ist auch dann der 11. Und heute der 9. ist, dann ist Sonntag definitiv nicht der 12. Richtig. Leichte Verwirrung. Nur normale Dinge. Diese Dinge sind diese Team 1. Ich meinte aber das große, fette Überauge. Das hätte eigentlich auch schon längst bauen müssen, wenn wir schon fast bis zur Hölle runter sind. Nee, das richtig große müssen wir durch dieses suspicious looking eye rufen. Ich hör, bei mir ist es einfach so gekommen. Echt? Also stand da, an evil presence is watching you. Oh. Dann kam das Auge halt, wenn ich oben war. Weil vielleicht hast du irgendwie lange genug gespielt oder sowas. Das bezweifle ich, aber kann sein, ja. Wobei wir jetzt auch schon einiges auf der Uhr haben, ne? Mit den Offscreen-Sachen dazu. Mit meinen Offscreen-Sachen hätten wir noch mehr. Ja, das ist sowieso nicht mehr feierlich. Wie du auch voll Damage bekommst. Wie schaffst du sowas nur immer? Indem ich kurz bevor ich auf so einer kleinen Plattform gelandet bin, mit Doppelsprung gesprungen bin. Das ist natürlich nicht so klug. Ach, nicht? Obwohl, bei zweiter Überlegung schon. Wie die Kakteen doch den Laserschwertern widerstehen. Ja. Laserschwertern kannst du ziemlich alles kaputt machen, außer Boden und Kakteen. Und Lava. Und überhaupt. Und Bäume. Bäume kann man auch nicht kaputt machen. Nee. Ja, ich habe normale Mushrooms gefunden. Yay. Also die auf unheiligen Boden pflanzt, vielleicht werden sie dann ja. Mushrooms kann man nicht pflanzen. Ich weiß. Gott sei Dank. Warum? Sonst hättest du wohl eine Mushroom-Plantage. Ja, sonst hätte ich wirklich eine große Mushroom-Plantage. Ich habe einen ganz bestimmten Ort wiedergefunden, der total seltsam aussieht. Bei Nacht. Wir brauchen eigentlich mal noch einen neuen Meteoriten. Oh mein Gott! Was denn? Das siehst du gleich. Ist das nicht wunderschön hier drüben bei mir? Also ich... Die Mushrooms oder was? Ganzer Berg nur mit Mushrooms. 18 Stück.
Fluch, der grüne Schleim. Da ist meine Fackel, die ich vorhin benutzt habe mit den ganzen Schuriken. Ach, den habe ich nicht gesehen, der hat sich perfekt getarnt. Das hat auch Dschungelschleim, ne? Hm. Mushrooms! Da ist einer! Ja, ich nehme gleich noch ein paar andere mit. Falls wir mehr als einen Anlauf brauchen. Was ich nicht bezweifle. Pfeif auf die 1-2 Schaden. Wow, bisher habe ich noch keinen anderen gesehen. Ich habe noch einen. Du hast ein Näschen dafür. Wow, das war der einzige Mushroom. Also die einzigen zwei waren das wieder mal. Ich töte jetzt ein paar Sharks. Was willst du von denen? Die Haiflosse. Ich will sehen, was man daraus machen kann. Irgendwie fallen auch wirklich bei uns gar nichts. Keine Sterne. Ja, wie gesagt, irgendwas ist da immer nur noch verbuggt. Natürlich könnten wir eine neue anfangen. Wir haben ja die Charaktere, die ändern sich ja nicht. Die Frage ist halt bloß, ne? Ob. Macht das Sinn? Ja, ob das hilft. Das ist natürlich auch noch eine Frage, ja.